Er soll einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft geplant haben. Gegen den 28-jährigen Omar A. aus Libyen hat der Bundesgerichtshof nun Haftbefehl erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Tipp für den Tatverdächtigen kam von einem ausländischen Geheimdienst. Um deutsche Behörden zu stärken und allgemein für mehr Sicherheit zu sorgen, wollte die Bundesregierung eigentlich ein Sicherheitspaket umsetzen. Das scheiterte jedoch in Teilen vergangene Woche vor allem an den unionsgeführten Bundesländern im Bundesrat. Seinen Frust lässt der Bundeskanzler heute in der Bundespressekonferenz über eine Sprecherin mitteilen. Ich kann sagen, dass der Bundeskanzler sehr empört darüber ist. Die Union stört vor allem, dass bei dem geplanten Paket Internetdaten nur eingeschränkt hätten abgeglichen werden können, nämlich erst nach einer Genehmigung eines Gerichts. CDU/CSU fordern deutlich mehr Befugnisse, etwa bei IP-Adressen, mit denen sich jedes Gerät im Internet identifizieren lässt. Wir sind sehr dafür, dass man markante Nachbesserungen macht, etwa bei der IP-Adressenspeicherung oder wenn es um Online-Kompetenzen für Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden geht. Flächendeckende Datenspeicherung ohne Anlass greift der FDP jedoch zu sehr in Freiheitsrechte ein. Bundesjustizminister Marco Buschmann setzt vielmehr auf das Quick-Freeze-Verfahren, also das kurzfristige Speichern von IP-Adressen oder Telefonnummern ausschließlich im Verdachtsfall. Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist immer wieder vor Gerichten gescheitert. Quick Freeze ist die effektive und grundrechtsschonende Alternative zur Vorratsdatenspeicherung, so der Justizminister auf X. Auch in der SPD hätten sich zwar einige gerne mehr gewünscht, jetzt aber komplett ohne erweiterte Befugnisse für Sicherheitsbehörden dazustehen, sei auch keine Lösung. Alle setzen jetzt auf den Vermittlungsausschuss. Hier können Bundesrat und Bundestag versuchen, einen Kompromiss zu finden.